Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es gelesen, theoretisch habt ihr es gelesen, wir wissen es nämlich noch gar nicht. Wir sind auf Pfingsttour und zwar mit 6 Vans. Wir haben die Hanno Vans Pfingsttour geplant und wenn alles gut geht, seht ihr mehr wann? Nach dem Intro. Für uns geht es in der Nähe von Bruchhausen-Vilsen nach Stapelhorn zum Lütchehof. Das ist ein Bauernhof, der hier zum Campingplatz irgendwie umgebaut wird. Und da wollen wir uns mit 5 weiteren Vans treffen. Und dann geht es morgen weiter nach Bremen, direkt hinterm Deich an die Nordsee. Da bin ich sehr gespannt. Ja, ich genauso. Also ich hoffe, das wird alles. Aber wie immer, wir kommen ja aus der Region Hannover. Wir müssen die A2, weil ist auf der A2 Stau. Stau. Und noch mehr Stau. Ja, geht nicht voran. Ja, normal. Deshalb zeigen wir euch auch keine Bilder von der A2, weil das ist echt nicht schön. Und wir hoffen, dass das alles so funktioniert. Müssen das erstmal mit den ganzen Leuten abquatschen. Die wissen zwar, dass wir, die meisten wissen, dass wir YouTuber sind, aber trotzdem müssen wir abquatschen, dass wir ja diesmal wirklich auch eine Aufnahme machen wollen. Ja. Und im schlimmsten Fall war das jetzt alles nur für uns Gelaber und ihr seht kein Video. Das glaube ich nicht. Es sind nämlich noch 2 weitere YouTuber dabei. Also ein weiteres YouTuber-Pärchen dabei. Genau. Das können wir schon mal verraten. Und die werden bestimmt nicht kamerascheu sein. Eigentlich schon. Mal gucken. Lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall melden wir uns dann vom Lütchehof wieder und einfach mal Augen zu, Augen auf. Ne? So geht das immer weiter hier. Ja, besser nicht. Also ich muss hier schon gucken. Ja, du nicht, aber ja. die Leute doch. Okay, na dann. I felt strong in the sun as I walked onto pastor's greed. Saw forgiveness together as spaces in between. And I'll be with you through the night. And I'll turn every wrong to right. Baby, we're children of summer. We're meant to be free. Honey, we're not like the others. No reason to be. And my ventures, they brought me to places I've never been. So, Wagenburg ist aufgebaut. Genau. An mir beim Lütchehof Camping. Hinter uns steht da der Dicke. Ja, nicht nur der eine, da stehen 6. Wir sind tatsächlich, haben wir es geschafft, mit 6 Vans hier zu kommen. Mal sehen, ob man das irgendwie einfangen ja, kann. Ja, mach dich noch größer. Ja, ich weiß nicht so genau. So, jetzt wird es langsam alles drauf sein. Also ich will nicht sagen, auf den Anmeldezettel steht entweder Telefon oder E-Mail. Warum setzt du nur beides rein? Ach so, ich habe gedacht, naja, vielleicht wollen sie ja beides haben. Ja. Wir gehen jetzt uns eine Toilette angucken, weil die Herren hier, die schon vorher da waren, genau, haben gesagt, die Toilette ist so toll. Genau. Also wenn ich sonst was mache auf dem Stellplatz eigentlich, als die Toilette angucken. Aber Marc sagt, das ist ein Highlight, das sollen wir uns anschauen. Also tun wir das. Und dann werden wir uns schön in die Sonne setzen und einfach mal den ersten Tag genießen. Und dann zeigen wir so Stück für Stück. Wie gesagt, erster Plan ist jetzt hier Bruchhausen-Vilsen, Stapelhorn, wo wir sind. Und dann, wie gesagt, morgen geht es dann an die Nordsee nach Bremen. Da wird es noch ein bisschen windiger. Da lassen wir uns dann überraschen, wie das abläuft. Und jetzt bin ich gespannt, weil da steht jetzt Dusche, WC. Ja, ja, da wirst du dann gleich mal Bilder zeigen. So schön, aber so, also für ein Bad, ein Campingbad, kann man ja nichts zu sagen, ne? Sieht ja wohl ziemlich geil aus. Ja, Zeit fürs gemütlich machen, also eine kleine Flasche Wein. Sind nur so 12 Liter, aber ich denke mal, in der Riesenrunde hier werden wir das wohl, ich zeig das mal ganz kurz rum, glaube ich schon, irgendwie leer kriegen. This world without a few punches upon your chin. I think I lost you somewhere between 20 and 23.
the heartbreak you caused in me. Cause you were with me through my nights. Genau, hier wird sich gerade über Yoga unterhalten. Die wollen ja tatsächlich so einen Blödsinn machen. Also ich nehme mir lieber jetzt erstmal das mit dem hier, wofür ich das Ding brauche. Und vielleicht später nochmal über Figur nachdenken. Aber erstmal was Leckeres. Ja, den schlafenden Hund, den werden wir nachher machen. Auf jeden Fall Tafel, kommen Sie mal mit. Ja. Gehen Sie mal so hin, dass Sie schön die ganze Tafel... So, schaut euch das doch mal an. Genau. Da wird erstmal gut was vorbereitet. Sehr lustig finde ich aber eher diese Tatsache da. Ja, das müsst ihr euch auch angucken. Pass auf. Da wird getoastet. Mal sehen, wie lange die Batterie durchhält. 1,4 Stunden. Oh, das geht, würde ich sagen. Ja, ich glaube, da ist noch keine Lithium-Batterie drin, oder? Ich muss erwarten, bis es... wiederkommen. Also ich finde aber... Doch? Oh, siehst du, doch Lithium. Ich finde trotzdem Toast vom Grill besser als vom Toaster. Ja, du kannst gleich dann deine Kräuterbutter drauf schmieren, ja, weil das ist ja dann nicht so schlimm. Ah, ja. Ja, du hältst ja die Kamera die ganze Zeit, ich kann ja nicht wecken. Also hier, da will noch jemand Toast auf dem Grill, der Jörn nämlich, also von daher. Da ist euer Brot. Ja. Hier ist mein Grill und da bist du. Ja, aber dafür bist du ja zuständig. Hast du keine Zange? Also ich glaube, wir werden jetzt, glaube ich, du musst essen. Jetzt arbeiten anscheinend. Ja, ich muss jetzt arbeiten. Meine Wurst, die wird sonst schwarz. Ja, das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Genau. So, wen wolltest du grüßen? So, wir haben uns das gemütlich gemacht. Man kann sagen, eben mal schnell mit der Axt in den Wald. Der Stefan, der dort sitzt, heißt nämlich auch Stefan. Der Nein, hat nämlich uns noch freundlicherweise die Feuerschale zur Verfügung gestellt. Naja, wir hätten jetzt auch noch eine, aber ein Feuer reicht, haben wir gesagt. Ist, glaube ich, eine nette Runde hier. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Ja. Es ist überall Zustimmung, glaube ich. Also von daher... Ein bisschen ruhig, aber es ändert sich noch. Ja, gut. Das kommt dann, wenn wir die 12 Liter Wein dann erledigt haben. Na? Sind nur 12 Liter. Die was verteilen? Aus einer Mundorgel? Die Liedtexte. Aha, aus der Mundorgel. Ja, es ist ordentlich Feuer drauf. Wir genießen jetzt den Abend noch und lassen den nett ausklingen. Ja, wenn du das sagst. Dann machen wir das so, ne? Are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart, it's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. Guten Morgen. Wir haben es 8:30 und dem Stefan geht's nicht so gut. Das kommt, wenn man so eine 12 Liter Weinflasche verputzt. Obwohl, sind noch nicht ganz leer. Wir machen mal gleich einen Blick nach draußen, gucken, wie es dem Camp so geht. Und ja, jetzt wundere ich mich gerade, warum liegt da noch was? Das habe ich mir für ein T-Shirt jetzt an. Doch, ich habe das eigentlich. Komisch. Ja, hier kocht Wasser, damit ich ihm Kaffee machen kann. Ich sehe auch völlig fertig aus, alter Falter. Naja, wenig Schlaf und viel, naja, rund um Betrunkung. Ein Blick nach draußen. Oh, da leben Leute. Egal, die Sonne scheint, die macht euch so schön. Ja, euch macht es ganz schön. Gewisse Leute geht es ganz schlecht. Ich werde keine Namen nennen. Oh, der hat auch noch das Ding zugemacht. Arbeitsmoral hier. Also wenn's schlecht läuft, weiß ich, wer heute zum ersten Mal diesen Wagen fährt. Für euch alle.
Ich würde sagen, ich fahre am besten nach der ganz letzte. Na, wie geht's, du weiße Kohle, soll es wie du? So, wir machen jetzt Frühstück. Da liegt es, das Huhn. Kann nichts sagen. Ist völlig fertig. Das heißt, es passiert jetzt etwas, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Du musst fahren. Ich könnte dich dafür treten. So ist es zumindest, dass du es mal lernst. Yay! Ich freue mich. Auf jeden Fall kann man sagen, ist das sehr, sehr schön hier gewesen am Lütschehof. Ja. Und jetzt geht's Fremer tief direkt an die Nordsee. Mal gucken, wie das da abläuft. Wie heißt es so schön? Voll gewesen, toll gewesen. Dann war es ja sehr toll für dich. Ja. Ja, aber wir müssen noch zahlen und dann werden wir euch sagen, was das kostet hier, inklusive Brötchen-Service. 4 Brötchen hatten wir. Ja, Strom hatten wir jetzt nicht am Platz, braucht man nicht, aber an sich ein schönes Eckchen empfehlen wir euch, ist unten in der Videobeschreibung auch drin. Ja. So, und nachdem wir einmal einen Schwenk machen, dass wir dich alle eingepackt haben, werden wir langsam los. Ah. Dich hört man eh nicht. So, wie ihr seht, es ist verkehrte Welt und die Karawane zieht jetzt los. Vorne fahren noch die ganzen anderen. Wir machen das Schlusslicht. Also wir sind jetzt mit 6 Vans hier unterwegs. Ist auch mal ganz witzig. Mittlerweile geht es mir wieder besser, aber Alkoholpegel sagt sicherlich noch, ich darf nicht fahren. Daher ist das ungewohnte Bild, Marcel fährt. Aber das kriegt er gut hin. Das erste Mal. Ich bin ganz stolz auf meinen Mann. Ja, ich muss mich nur konzentrieren. Das ist ja dann doch schon ein bisschen was anderes. Genau. Ist ja auch okay. Also von daher, ne, es ist ja auch ein etwas größeres Fahrzeug, jetzt, was du sonst fährst. Funkgeräte. Jeder hat ein Funkgerät. Das heißt, wir sind alle gut ausgestattet. Und also falls es dann mal zwischen die Aufnahme quatscht, das ist jetzt das Navi. Aber kann halt passieren. Boah, wir werden uns jetzt an die Nordsee bemühen, dahin zu kommen. Und wir sind echt gespannt, ob wir den Stellplatz finden, weil gefühlt haben die Tausende von Adressen und keine ist so wirklich erkennbar. Also wir lassen uns mal überraschen. Ja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Naja, wir fahren jetzt erstmal so, dass wir zur Autobahn kommen. Genau. Da werden wir auf der Autobahnraststätte anhalten und werden da nochmal entsprechend schauen, weil das wird ja auf der Seite nicht so schön gemacht. Und Marcel, eins ist ein Vorteil, du kriegst jetzt hier schön den Weg freigemacht, weil die ganzen Vans, die werden dir den Weg frei machen. Deswegen ist es gut, hinten zu sein. Also, ne? Genau. Aber nicht mehr so viel quatschen. Sondern fahren. Richtig. Aber ihr habt ja auch ein bisschen Landschaftsaufnahmen hier schon mal währenddessen gesehen. Also von daher. Bis später. I know you don't wanna face it. You think it's too late. But I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters and throw our problems in the Ja, heute bin ich hier der Kameramann. Jetzt muss ich das alles machen mit den Kameras, aber das kriegen wir auch alles hin. Wie man sehen kann, oder weiß nicht, ob man sehen kann, zumindest wir haben den Vordermann, den einen, der vor uns war, wieder eingeholt, Jörn und Marc, aber die anderen sind away. So ist das halt, das passiert schnell, dass man halt, wenn man in Kolonne fährt und dann mit einer Ampel getrennt wird, dann ist man schnell getrennt. Aber ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja gut, dass der Admin der Hanno Vans und der Organisator dieser Tour, dass die wenigstens zusammen sind. Genau. Und die auch die richtige Adresse von dem Campingplatz haben. Weil, ja, ich habe da nochmal angerufen gerade. Das war sehr, wie soll ich sagen, sehr undurchsichtig. Weil es ist vorm Deich und die Adresse, die sie uns angeben und im Navi sagen, ist das Problem. Da sind wir mitten im Ort, das passt also nicht. Und es ist tatsächlich etwas anders, als was die Anschrift von denen ist. Weil es ist eine GmbH, die haben halt wahrscheinlich woanders eine Anschrift, was auch okay ist. Alles gut. Nö, wir fahren gemütlich weiter. Kein Stau, toi toi toi. Ja, wo ist mein Holzkopf? Da ist er. Das soll auch bitte so bleiben.
Aber was sagt das Navi? 48 Minuten, 80 Kilometer. Genau. Ja, ein bisschen länger, aber naja, wir müssen, so schnell sind wir nicht. Wir müssen ja jetzt weit hinter Bremerhaven, also wir müssen mindestens bis Bremerhaven rüber, denn dahinter ist es. Und wenn wir ankommen, kann es sein, wenn wir unsere Plätze eingenommen haben, dann sehen wir die Costa Fabulosa, die fährt nämlich dann weg. Ja, ich hoffe, dass wir das sehen. 14 Uhr soll sie ablegen, das würde also passen. Mal gucken, werden wir sehen. Ne? Also lassen wir uns überraschen. Ja, ich würde sagen. Wir lassen uns allgemein überraschen, was das so bringt. Auf jeden Fall Sonne, 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 obwohl hier sind ein paar mehr Wölkchen, das aber ist vielleicht nicht so schlimm. Dann verbrennen wir uns wenigstens wieder nicht. Genau, aber ihr merkt, mir geht es auch wieder besser. Also es war ein bisschen Kreislauf, naja, war ein bisschen down, aber alles gut. So. Ich bin der Krankenpfleger, ich muss dann halt immer fahren, wenn du krank bist. Ne? Hat Marcel super gemacht. Also er hat auch hier ganz viel aufgeräumt und so weiter und so fort. Also bin sehr dankbar, dass ich meinen Mann habe. So, okaychen, wir fahren erstmal weiter. So, es geht jetzt über den Deich, wie man es sehen kann. Und dann soll der, achso, müssen wir mal die Musik ausmachen, ne? Und dann soll der Campingplatz gleich irgendwie auf der linken Seite sein. Da hinten, wir sehen auch schon was, genau. Das heißt, wir müssen uns jetzt links abbiegen. Links halten. Wir haben die Truppe verloren. Die sind weitergefahren auf der Autobahn. Vielleicht haben sie falsche Adresse oder so. Das hoffe ich jetzt nicht, aber das werden wir dann klären. Ich brauche mal deine... Rechts ist frei, kannst fahren. Sehr gut. Ja, müssen wir halt mal ein bisschen schauen. In 300 Meter rechts abbiegen. Links weiter. Ja, und der Dexer ist hinter uns, also Marc und Jörn sind hinter uns und die anderen sind alle so ein bisschen verschollen. Aber wir werden das gleich finden. Ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal hier an, fragen, wie es aussieht. Da steht Moin ganz fett dran, da gehe ich mal von aus. Da ist die Rezeption, die Information. Und da müssen wir irgendwie erstmal hin. Der sieht aber ganz anders aus als den, den... Wir schauen mal. Wir haben es uns gemütlich gemacht. Wir sind nämlich angekommen. Am Campingplatz am Bremer Tief. Mega schön. Also wir zeigen euch das nachher nochmal in aller Ruhe. Genau, haben schon gesehen, die Costa Fabulosa ist gerade vorbeigezogen. Ja, hier ist ein bisschen schade. Wir sind ein bisschen voneinander getrennt. Können wir auch mal kurz zeigen. Es ist halt so, dass wir natürlich in Parzellen sind und da musst du das natürlich wieder einhalten. Ja, ich denke mal, wir werden uns wohl hier es gemütlich machen, auf der Riesenfläche. Genau. Kriegen wir schon hin. Da war wieder das böse Wort, genau. Ich habe einer meiner Kollegen gesagt, dass das irgendwie wohl also ein Inwort ist, dass das sehr oft gesagt wird. Meine Kollegin sagt das jetzt auch andauernd. Ja, dafür können wir ja im Endeffekt nichts. Ja, ich habe die Fahrt irgendwie überstanden. Hast du gut gemacht, hast du wirklich gut gemacht. Also... Das ist alles okay. Musst dich nur trauen. Ja, aber warum sollte ich immer fahren, wenn ich doch dich habe? Ja, naja, ich habe ja gesagt, wenn es mal irgendwann dreckig ist, dann musste. Das war dann jetzt. Ja, ein bisschen windig, aber wir sind wieder direkt an der Nordseeküste. Und ich glaube, wir lassen uns das jetzt hier gleich gut gehen, wobei wir auch uns jetzt Gedanken machen müssen, was wir jetzt essen wollen. Ja. Weil wir müssen ja auch was essen. Theoretisch hätte ich noch ein Brötchen. Also, dann mal sehen. Ja, wir werden das gleich. Du hast ein Brötchen. Ich habe, wenn nur ein. Kekse. Kekse nicht, aber Toast. Aber dann musst du mal vielleicht irgendwas. Rührei. Rührei machen. Das machen wir jetzt. Hat man nämlich zum Frühstück nicht, weil ihm ging es ja wirklich sehr, sehr schlecht. Ja, aber ich habe ein Brötchen gegessen. Trocken, genau. Das war gut. Es ist halt so eine Sache. Dann später bleibt es drin oder nicht. Das war alles gut, nur irgendwann ging es mir dann noch mal ein bisschen vom Kreislauf her ein bisschen komisch. Wo mir das gerade Bremer Tief empfehle ich euch, nehmt die App Park4Night und wählt da diesen Campingplatz auf. Wir werden den Link euch direkt unten verlinken, weil sonst kann das zu Komplikationen führen, dass ihr einfach den richtigen Platz findet. Genau, die GmbH ist ja woanders, haben wir vorhin ja schon mal gesagt. Genau, deshalb. Also, aber bei über Park4Night findet ihr den richtigen Platz. So, dann werden wir jetzt Mittag machen und dann melden wir uns später wieder. Throw our problems in the flame, and throw our problems in the flames. Ooh, throw our problems in the flame. I get a little bit breathless, my thoughts are too big. Can I get some comfort, please? 18:38 Zeit, dass wir wieder grillen wollen. Der Willen zu grillen,
Ich muss mal aufpassen. Oh, mein Akku ist leer. Also, falls ihr den da kennt, ne, Ventertainment, da werdet ihr irgendwann einen Podcast hören, hinter den Kulissen, wie schlimm wir eigentlich sind. Da hat er aber jetzt was zu tun. Man will sich beschweren über uns. Genau. Muss er jetzt machen irgendwann. Ein Enthüllungsvideo. Ja. Das wird Konsequenzen haben. Falls das irgendwann dann online steht, ist das dann unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und sollten wir zu Aldi verlinken, wisst ihr, es hat nicht funktioniert. Weil über uns natürlich nichts zu berichten gibt. Wir sind ja immer so nett und freundlich, gerade zu alten Menschen. Wer ist hier alt? So, die Tafel, wie gesagt, ist da aufgebaut und wie gesagt, jetzt wird lecker gegrillt. Und ja, mal schauen. Achso, jetzt muss ich mal kurz gucken. Da steht das Unheil, also nicht der Hund, sondern die Flasche. Damit ist viel schon passiert letzte Nacht, sage ich euch. Uiuiui. Ui, ui. Aber naja, jetzt wird gefuttert. I've seen your face only once this weekend. You keep him busy, always things to do. Our situation still undecided. None of us knows what we wanna do. It happened last week when I stopped by your place. Ihr seht im Gesicht, die Sonne strahlt uns an. Der Sonnenuntergang ist relativ nah. Genau. Und die Karawane zieht weiter. Wieso? Hat der Sultan schon wieder Durst? Weiß ich nicht. Guck mal, jetzt sehen wir sie alle. Also, gehen wir jetzt da lang, oder? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt müssen wir erstmal entscheiden, in welche Richtung Gut. Wir gehen. Da, da, da. Wir laufen einfach mal weiter. Wir laufen einfach hier weiter. Genau, wir schauen mal, was wir jetzt hier so entdecken. Und dann werden wir euch das natürlich auch zeigen. Genau, idealerweise haben wir einen schönen Sonnenuntergang hier. Ja. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted. And this, for what it's worth, give it a try. But if we stay like this, then you know what? Then I don't wanna seize the moment. So let's, for what it's worth, give it a try. We can stay. Die Karawane macht sich bereit. Ja, um 11 Uhr, wir sind noch nicht einen Schritt weiter. Gefrühstückt hat ewig gedauert. Guten Morgen übrigens. Oder, naja, Mahlzeit kann man jetzt schon sagen. Schöne Pfingsten, wenn das Video kommt, ist wahrscheinlich Weihnachten. Ja, naja, so auch nicht, aber es dauert noch ein bisschen. Wir warten auf die Admins der Hanno-Bands. Die kommen nicht aus dem Potte. Wir müssen ja auch noch erstmal ein Stückchen aus dem Becherchen trinken, bis wir hier endlich loskommen. Und doof gucken tun sie auch noch. Aha, jetzt brauchen wir noch einen Pullover vielleicht. Naja. Weiß ich nicht. Also bei der Wärme glaube ich eher nicht. Ja. Also nicht, dass ich einen Pullover anhätte, aber wir brauchen glaube ich keinen. Der eine oder andere nicht. Marcel, der ist ja immer ein bisschen fröstiger. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, wir werden jetzt nämlich eine
Tour mit den Rollers machen und Fahrrad und was auch immer wir jetzt hier alles so auftreiben können. Und die andere Truppe macht dann eine Wattwanderung, genau, würde ich mal sagen. Mal sehen, ob sie es wirklich zumindest machen. Wollen sie Nick zum Wasser schicken und dann mal gucken, ob er jemals zurückkommt. Also solltet ihr keine Videos mal von Ventertainment sehen, dann war das das. Ihr könnt sie hier das in Bremer Tief könnt ihr die Statue von Nick dann sehen. Ja, als Schlammstatue, ne? Genau. Ja, nein. So, dann werden wir mal uns losmachen, ne? Genau. That I could be brave. Is there anything good on the radio? Turn it up loud and let me know how we used to be before anyone heard of you and me. Ooh. I'm feeling good, I'm feeling great. Running out of town just to celebrate. The fortune's here to stay. A one-way ticket to a better day. A rocking chair and a glass of wine. In the shade of a tree and I'm feeling fine. There's not a lot to ask when life is going by so fast. One breath away. Step up and say, ach, ist das herrlich. Also, angekommen in Bremerhaven. Genau. Und alle sind noch mitgekommen, die Roller haben nicht schlapp gemacht. Nö, das hat gut geklappt. Noch nicht, genau. Wir hatten wir reden noch nicht. Wir reden nicht von zurück. Nee, ist der falsche Roller. Wo ist denn meiner? Das weiß ich noch nicht. Wir hatten irgendwas, glaube ich, von 17 Kilometer jetzt oder 16 oder sowas. Wir haben 15 Kilometer. Ah, 15 Kilometer. Ja, dann sollten wir es ja eigentlich alle zurückschaffen. Ja, und wir haben hier so einen schönen Leuchtturm, den genießen wir gerade. Nee, stimmt ja gar nicht. Wir genießen die Schleuse, die gerade zugegangen ist. Genau, und natürlich die Schleuse. Da ist sie. Versuchen, dass ich das mal besser hinkriege. Und dann ist ja hier sozusagen so eine Brücke drüber und dann geht die Schranke dafür auf. Guckt mal hier, so geht das. Also, ja, ist schon cool. Da werden wir jetzt gleich rüber. Genau, zum Zoo wollen wir nicht, der ist auf der rechten Seite. Genau, der ist nämlich da. Und wahrscheinlich werden wir dann hier runter trollern, oder? Ja, auf dem Platz. Dass wir dann da unten sind. Wir gucken uns das jetzt mal an. Alles klar. I'm chasing shadows around the place. It shouldn't take long now in any case. As long as there is light. Pretending I could stay the night. One breath away. Step up and say, hold on to what is real. The love we feel is like water in a glass. Don't try to separate the ones you hate from the ones that you don't know. Ja, die Fish and Chips waren zwar sehr lecker, die wir gegessen haben, aber jetzt haben wir natürlich Hunger auf ein bisschen was Süßes. Also gibt es jetzt Pfannkuchen, natürlich für alle. Ja, gerade mal eben Cadillac rausgeholt und los geht's. Sagt ganz klar, ich nehme nur die scheiß Begriffe nicht von der Karte. Erstens kostet mich das ein Heidengeld, das neu zu drucken. Zweitens stört das keinen der Gäste, der da anwesend ist. One way to see, one way to know, is never look back and just letting it go. Your heart is a drug, your body.
Jetzt kommen wir doch mal zu den wichtigen Dingen im Leben. Das Essen, wie immer. Ja, die Grills sind aufgebaut oder sie werden noch gerade aufgebaut. Wir haben unseren schon im Gange, weil unsere Wurst doch gestern sehr lange gedauert hat. Also fangen wir schon mal an. Und die anderen sind dabei, noch aufzubauen. Ah, einer hat ein tolles Tablett, ja, magnetisch mit Tellerhalter und so weiter. Und wie soll mit Leder bespannt sein. Und wie ich gehört habe, einen Silvi-Fetisch gibt es neuerdings. Ja, genau. Also soll mit Leder bespannt sein. Also fässt sich wohl toll an. Ein Opfer von... Keine Ahnung, für uns ist da kein Platz mehr. Also das geht nicht mehr. Von daher... Ach, siehst du, die Kekse stehen noch auf dem Tisch, ne? Also Nachtisch haben wir auch. Ne, wir haben auch noch Eis. Aber jetzt geht's erstmal ans Essen. So, bist du mir jetzt bitte... Going all this time around. Wir haben es jetzt, wie keine, viel? Keine Ahnung, meine Uhr ist nicht an. Es ist jetzt 12.28 Uhr. Also high noon, es wird Zeit. Genau, hinter uns stehen die ganzen Vans. Und wir verabschieden uns jetzt hier sozusagen so ein bisschen. War ein super tolles, langes Wochenende. Lützschehof, sehr zu empfehlen. Fremativ kann man auch empfehlen. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr aus der Region Hannover seid, aus der Stadt Hannover, kommt in die Gruppe Hannovans. Richtig coole Leute dabei und da kann man geile Touren zusammen machen. Also bisschen versaut geht's auch zur Sache, ist ja wie immer. Das liegt aber an den Ventertainern. Ja, genau.
Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Genau, bleibt gewohnt, bleibt uns gesund und es gibt noch eine Abschiedsszene rausfahren natürlich logischerweise und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Adventures, they brought me to places I've never been. But you can walk through this world without a few punches upon your chin. I think I lost you somewhere between 20 and 23. But I still hold you dear despite the heartbreak you caused in me.